Jetzt sind wir wieder zu Hause von Zwickau. Wir sind gestern Nacht um 2 Uhr, glaube ich, wieder angekommen hier in Solingen. Haben geschlafen und haben jetzt auch schon mal im Laden wieder alles neu ausgepackt und wieder neu eingepackt. Ja, mir geht's richtig beschissen. Ich habe irgendwie ein scheiß Virus eingefangen. Ja, Markus und ich haben jetzt gerade alles nochmal schnell umgepackt und unsere Koffer für Los Angeles gepackt. Da stehen sie schon bereit. Angelina, bist du ein bisschen genervt? Ja. Kannst du mir kurz dein Gesicht zeigen? Dieses Gesicht spricht mehr als 1000 Wörter. Ja. Da sitzt der Herr Klose. Kein Kommentar. Servus, nicht einmal. Oh, des Todes oder was? Ich komm schon, AIDS. Ich auch halt Schmerzen. Oh, frag nicht. Wo ist die Frau? Die ist gerade beim Arzt auch. Beim Arzt? Ja, was heißt bei der medizinischen Versorgung? Echt? So schlimm? Ja, die hat Antibiotika vergessen zu nehmen. Ah, ich sehe das schon. Wenn ich über 30 komme, sehe ich auch immer so scheiße aus. Wir sind jetzt hier Venice Beach, der Marco liegt krank im Bett und wir werden jetzt heute den Tag ein bisschen am Strand verbringen, während der Marco mit Fieber im Bett liegt. So, Shopping-Tour. Ey, da vorne die Tüte. Ich möchte alles kaufen, was glitzert. Alles. Alles. Alles, was glitzert, möchte ich kaufen.
So, wo sind wir? Wo sind wir? Wir sind bei... Da sind wir. Weißt du, wo wir sind? Mal, da ich bist du, mal das weißt du? Erste, was glitzert. Oh, geile Scheiße. Guck bitte, wie das glitzert. Wofür ist das? Angelina im Ausrastemodus. Ich glaube noch nicht so viel. Ja, aber wir sind trotzdem schon bei $100. Nein, wir leben nicht. Na klar. Dieses Auto hier riecht so abartig nach Gras. Wenn du hier rein einsteigst, hast du echt das Gefühl, du wirst sofort breit von diesem Geruch. Das ist einfach nur ekelhaft. Wahrscheinlich schmuggeln wir hier die ganze Zeit Gras. Das ist bestimmt irgendwo hier drin versteckt. Und wir schmuggeln das die ganze Zeit. Und jetzt werden wir verhaftet und weiß, was dann passiert. Hast du alles, was du brauchtest? Ja. Was ich notwendig brauchte, habe ich jetzt alles hier in einem kleinen Täschchen verpackt. Es war so dringend notwendig, dass wir das gekauft haben. Ich möchte mal ganz kurz auf den Kassenbon gucken, weil ich habe es gar nicht bezahlt. Ja, oh, $259. Richtiger Schnapper. $259 nur für Schminke. In Hollywood beim Walk of Fame und wir schlendern jetzt hier ein bisschen die Straße entlang und suchen erstmal den Stern von Michael Jackson. Als riesiger Fan will ich den natürlich sehen. Und ich glaube, ich fange an zu weinen, wenn ich den finde. Aber es ist so riesig hier. Wir müssen erstmal gucken, dass wir das finden. Nicholson. Oh mein Gott! Ich kann das kaum glauben! Das ist so krass! Angelina. Oh mein Gott, ich bin super aufgeregt. Ich muss das der Verena gleich schicken. Ich habe immer gedacht, es gibt nur ein Spider-Man, ne? Aber anscheinend mehrere. Das ist Madame Pro. Ja komm, Scientology hier. Können Sie mir vielleicht helfen? Ich habe, glaube ich, was am Rücken. Oh, das ist Marilyn Monroe. Nee, das ist nur ihr Stern. Mein Name ist die Gerlita Korn. So, wir sind jetzt 3-4 Tage hier und der Marco verlässt das erste Mal das Zimmer. Der Marco verlässt das erste Mal das Zimmer. Geht's dir wieder gut, Marco? Geht so. Die Stimme ist noch ein bisschen damaged, aber... Aber Hauptsache, er lebt wieder. Ja. Es lebt.
Wir gehen jetzt schön richtig typisch amerikanisch frühstücken. Habt ihr Hunger? Voll. Ja. Ich nicht so doll, aber ich So, was frühstücken wir denn heute? Oder? Nimm mal lieber das hier. Nee, ich esse doch kein Nein. Ja, deswegen nicht, aber wegen den Pancakes. Wieso, wie sind die denn? Nee, ich nehme das hier. Cranberry Orange Pancake Breakfast. Thank you. Can you bring me the same? Okay. Hey, ich nehme das und diesen Salat. Den. Ich glaube, ich habe das Billigste. Ja, das bin ich, glaube ich, ne, oder? Ich hoffe es. Der Rodeo Drive. Müssen wir jetzt hier rumlaufen, oder? Unser Auto wird jetzt gerade geparkt. Richtig geiler Service hier. Richtig geiler Service, wenn man hat Money. Okay. So Leute, wir gehen jetzt hier gerade in Beverly Hills spazieren. Alex, wie fühlst du dich dabei so? Beschreib das Gefühl. Wie ist es? Schreck. Schreck, schon schreck, ja. Wir haben jetzt 1 Uhr, hatten jetzt ein bisschen Mittagessen hier in Beverly Hills und machen uns jetzt direkt auf den Weg nach Pasadena zur Convention. Wir werden da jetzt erstmal unseren Platz aufbauen und der Mick von Cheyenne, der fängt uns direkt an der Tür ab, weil der hat schon die Kärtchen für uns besorgt. Erzähl doch weiter. Ja, ich habe eigentlich nichts mehr zu erzählen. Aber wir freuen uns schon auf die Convention. Das war ohne Scheiß, ne? Der sah wirklich aus wie Kanye West. Das gucken wir uns gleich nochmal auf dem Video an. Also heute machen die auch erst um 4 Uhr auf. Schnell, das ist ein Auto. Heute machen die erst um 4 Uhr auf, deswegen sind wir heute noch etwas entspannter und später dran. Heute bauen wir nur Platz auf und ein bisschen Hallo sagen, ein bisschen chillen. Ein bisschen vorbereiten für morgen schon mal. Weil morgen und Sonntag habe ich eigentlich 2 ganz coole Projekte. Ich bin schon gespannt. Dafür werde ich mal ein bisschen was vorbereiten.
Ich glaube, dass wir heimlich Weed transportieren. Dass ich das immer. Das ist so ein Schmuggelding, ne? Die sagen dann so, ey, wir haben einen Tracker da drin, ihr könnt das da und da abholen. Die Idioten, die fahren für euch da, das Zeug rum. Das ist ja nicht illegal. Ja, stimmt. Deswegen riecht wahrscheinlich jeder auch nicht, weil sie nicht aufgekommen. So wie das Auto riecht, haben die aber keine legalen Mengen da drin transportiert. Ey Marco, nimm mal hier nicht alles an Platz. So ein dreister Bengel, ey. Marco, du bist schon der solche Teil. Wir gehen jetzt in den Wald. Immer ein Erlebnis in Amerika. Hühnerbrühe. Meine Hühnerbrühe zu Hause hat diese Größe. Alter, wie krass. Hühnerbrühe, Schatz. Nein, es ist Hühnerbrühe. Guck mal, Hühnerbrühe. Wer braucht denn bitte schon so viel Hühnerbrühe? Das ist für ein ganzes Jahr. Ich habe die da zu Hause. Hallo? Und direkt schon lange. Ist die Mutter von der, oder? So was muss sie hier. Boah, vor allem, was das für eine... Alter, wie schwer ist das? Boah, das sieht ja schon ekelhaft aus. Das finde ich zu krass, glaube ich. Ja. Guck mal, wie schwer die Kacke ist. Ja klar, guck mal, wie viele. Da sind 48 Stück drin. 48 Stück. Ey, guck mal bitte hier. Guck mal da, die Cornflakes. Ey, guck, die Packung ist ja größer als ich. Guck mal bitte, wie krass das ist, ey. Ja. Andere gehen so auf den Bau. Die anderen kaufen Cornflakes. Andere fressen die Scheiße nach dem Bau. Ah, okay. Jetzt mal ohne Scheiß, guck mal, ich sehe ja aus, jetzt kannst du halt drin wohnen. So groß sieht das, die Packung von meinem Hund aus, wenn ich Hundefutter kaufe. Ja. So sieht's mal aus. So lang, verdammte Scheiße. Das sind die, die man nur am Bildchen gekriegt hat. Ja, Mann. Da krieg ich wieder einen Ständer. Der genauso lang ist. Ja, ja. Alex, brauchen wir ein Paket Butter? Ja, ich hab's gerade eben schon gesehen, ey. Butter. Das ist das Beste, wenn ich dann einfach. Kannst du hier in. Alter. Guck mal bitte, wie riesig der Zucker ist. Ey. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Samstag, der zweite Convention-Tag. Und wir wollten schön pünktlich hier sein. Jetzt sind wir aber überpünktlich. Die Türen sind noch nicht offen. Jetzt müssen wir warten, bis die Security drin ist, damit wir rein können. Ja. Und so wie es aussieht, sind wir auch wirklich die ersten Deppen, die auf die Idee gekommen sind. Um 5 vor 9. Ja. Naja, aber ich komme lieber zu früh als zu spät.